Ist das jetzt durchgängig geupgradet? Brauchte ich nur einmal 12 Fertilizer und ist es geupgradet? Ein Apfel, der gibt doch bestimmt Health Powder, oder? Die Sache ist, können wir irgendwie eine Solution zu einem Powder umwandeln? Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir haben letztes Mal den Merchant geheilt und ja, jetzt sind wir eigentlich auf der Suche nach Dinnerzutaten, weil er gerne Dinner in höchster Qualität haben möchte. Um andere auszubuhlen hier. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch eine Zombie-Armee weiterhin aufbauen. Und. Wir könnten uns eigentlich mal unsere Fertilizer hier schnappen. Also die besseren Fertilizer. Können diese ganzen Seeds hier mal reinsortieren. Können ein wenig mehr Peat herstellen, indem wir unser Dung hier reintun. Oder unsere Crop Wastes. Und können dann mal schauen, wie es um die Dingsterbums da aussieht. Um die Hops oben. Die scheinen nämlich auch fertig zu sein. Dann ernten wir die doch einfach mal ab. Kriegen sehr viele Hopseeds in verschiedenen Qualitäten heraus. Wir haben hier oben leider noch keine Kiste. Deswegen habe ich die anderen Silber-Quality-Seeds, glaube ich, nach unten gebracht. Wir wollen nämlich die Hopseeds möglichst schnell auf Goldqualität bekommen. Einfach aus dem Grund, weil wir uns dann keine Sorgen mehr um die Art des Fertilizers machen können. Dann können wir nämlich auch schlechtere Fertilizer nehmen. Kriegen wir halt nicht ganz so viele daraus, aber genug, um sie wieder zu re-anpflanzen. Wir haben ja jetzt schon einige, dann nehmen wir dann auch nochmal ein paar normale Fertilizer mit und können wir richtig viel Hops anpflanzen. Und je besser der Hops, desto besser das Bier und ja, wenn wir Goldqualität Bier bekommen, könnten wir auch dem Inquisitor weiterhelfen. Vielleicht schaffen wir das ja sogar diese Folge. Wir wollen den Fertilizer nehmen. Den jetzt zweimal. Ach, ich finde das so beschissen, dass man Fertilizer zweimal ins gleiche Feld packen kann. Das ist einfach nur bescheuert. Und dann kann man richtig schlecht sehen, an welchem Feld man sich gerade befindet. Aber naja, es ist jetzt wie es ist. Lässt sich nicht mehr ändern. Wäre nur ein kleiner Tipp für die Entwickler, dass man das vielleicht noch ändert. Weil ich sehe auch nicht so ganz den Sinn, es sei denn, die Fertilizer stacken. Aber dann weiß ich nicht, wie man das sieht. Dass die stacken. Ich meine, man wird es am Ende sehen, aber ich bezweifle es irgendwie. Ich glaube, wir nutzen uns sonst mal unsere restliche Energie, um noch ein paar Fertilizer herzustellen und dann können wir auch noch mehr andere Sachen herstellen. Wie viele Hops brauchen wir eigentlich nochmal für Bier? Nur 3 Stück. Und wenn wir Silberqualität Hops nehmen, kriegen wir auch nur Silberqualität Bier. Also das können wir brauchen wirklich Goldqualität für Gold. Das ändert daran nichts. Nichtsdestotrotz könnten wir uns auch überlegen, einfach ein bisschen Wasser zu holen, dass wir... Ja, ich glaube, das machen wir mal eher. Bevor wir die Fertilizer herstellen, holen wir erstmal ganz viel Wasser, dann kann das Bier brauen. Das können wir dann schon mal in die Taverne liefern, weil alles, was unter Goldqualität Bier ist, kann ja eigentlich in die Taverne. Und dann können wir hier einfach auch schon mal ganz viel Weizen anpflanzen. Weizen überall. Wheat Seeds. Haben wir nur 10 Stück davon? Hatten wir nicht mal mehr Weizensamen? Ich meine... Okay, wir kriegen wahrscheinlich mehr, aber pflanzen wir erstmal 2 an und schauen. Wir können halt noch die Goldqualität Onions auf jeden Fall anpflanzen. Und jetzt holen wir Wasser. Ich meine, wir können ja dann eh nur zweimal Bier machen, glaube ich. Das heißt, wir brauchen auch nur 100 Wasser. Das sind 5 Wassereimer, die wir jetzt haben. Und die wollen wir natürlich alle benutzen. Und dann wollen wir... Ich stelle zweimal jetzt Bronze her. Ich weiß, wir können auch einmal Silber herstellen, aber das Problem ist einfach, dass... kann ich überhaupt zweimal gleichzeitig herstellen? Ich glaube nicht, weil ich kann es hier irgendwie nicht erhöhen. Ja, dann können wir auch einmal Silber herstellen. Weil ich dachte, wenn ich halt schon zwei herstellen kann, dann können die gleichzeitig durchlaufen, so wie es halt oben auch bei den Schmieden ist. Aber wenn ich es eh nur einmal herstellen kann, dann... Ja... Dann ist das halt so. So, dann schnappen wir uns den Growth Enhancer und machen noch ein paar Fertilizer, sodass wir da auch erstmal ausgesorgt sind. Und dann könnte man sogar überlegen, die ersten Zombies fürs Gardening abzustempeln. Dann brauchen wir uns da nämlich gar nicht mehr drum kümmern, weil wenn wir erstmal so... Ja, wir können jetzt gerade 80 Fertilizer herstellen. Das wird eine Zeit lang dauern, bis die aufgebraucht haben. Und wir können uns auch mal angucken, wie das überhaupt funktioniert mit... verschiedenen Zombies da verschiedenen Aufgaben. Also die sollen ja nicht alles anpflanzen, was geht, sondern erstmal nur bestimmte Sachen.
Alles verbraten können sie dann wann anders, wenn wir nicht mehr so drauf angewiesen sind, spezielle Sachen herzustellen. Wir legen uns aber erstmal schlafen, dass wir die Energie regenerieren. Und dann können wir mal schauen, weil ich denke mal, dass wir eine Workstation bauen müssen, so wie bei den Minen auch. I'm so refreshed. Ansonsten, wie gesagt, könnten wir auch gucken, was wir brauchen, um diese nächsten Holzklötze herzustellen. Für Upgrades in der Kirche, dass wir da eventuell noch mehr Faith bekommen. Aber ja, eins nach dem anderen. Also schauen wir erstmal hier. Wir haben... Was ist denn der Unterschied zwischen einem Garden Bed with Sticks oder ist das sowas wie der Vineyard oben? Nein, wir wollen aber eine Zombie-Farm. Dafür brauchen wir einfach nur 5 Wooden Planks, Simple Iron Parts und Nails. Haben wir davon noch alles? Wir haben anscheinend keine Simple Iron Parts mehr oder sind die in irgendeiner anderen Truhe? Hier sind auf jeden Fall noch welche. Ja, dann nehmen wir die doch auch schon mal und gucken mal, dass wir noch welche herstellen. Nägel muss ich gleich auch nochmal gucken. Simple Iron Parts. Wir haben auf jeden Fall mehr als genug Eisenbarren. Und Nägel. Keine Ahnung. Ich habe jetzt so viele Truhen, da verliere ich ein bisschen den Überblick. Scheinen wir aber nicht zu haben. Ja, dann stellen wir ein paar Nägel her. Ich meine, wir können auch nochmal gucken für irgendwas, wo wir Nägel für brauchen, was wir hier am Bambus nicht haben. Egal, wir stellen einfach welche her. 10 Stück waren das. Und dann brauchen wir noch die 5 Wooden Planks. Davon haben wir auf jeden Fall genug. So, dann bitte eine Zombie-Farm. Ach, und das sind dann auch nur die Felder, die bedienen. Hm. Ich meine, das ist nicht schlimm. Das reicht auf jeden Fall erstmal so 6 Felder. Dann ist nur die Frage, wir müssen das hier sogar aufbauen, wo die ihre Sachen herbekommen. Weed, dafür brauchen die auch richtig viel. Ach, die können auch immer nur eins gleichzeitig. Upgrade Farm. Ja, auf jeden Fall. Mit Fertilizer. Ist das jetzt durchgängig geupgradet? Brauchte ich nur einmal 12 Fertilizer und ist es geupgradet? Das wäre ja huge. Dann ist halt nur die Frage. Ja, hier werden wir ja auf jeden Fall. Ja, hier können wir mehrere herstellen. Das heißt, das können wir mal ändern. Das ist kein Problem. Keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht genug Weed-Seeds, als dass ich den auftragen kann, Weeds abzufarmen. Aber das brauchen wir, glaube ich, auch erstmal nicht. Ich frage mich nur, ob die den Fertilizer... Ich hoffe nicht. Es wäre nämlich huge, wenn sie den nicht aufbrauchen würden. Ich kann das ja auch erstmal mit Carrots ausprobieren, sobald ich einen Zombie habe. Das heißt aber auch, wir sollten auf jeden Fall mal Karotten wieder da reinlegen, weil morgen wird es auf jeden Fall eine... Versammlung geben und dann könnten wir schon 2 Zombies herstellen. Deswegen, wo sind meine Karotten? Ich will nur nicht so viele da reinstellen. 10 Stück reichen ja erstmal. Also ich will ja nur erstmal 2 Leichen haben und ich hoffe, dass beide gut sind. Ansonsten können wir danach immer noch ein paar Leichen holen. Auf der anderen Seite heißt das aber auch, dass ich den Peat immer noch selber herstellen muss. Ich hätte mir gewünscht, dass alles automatisch ist. Also ich muss es im Endeffekt immer noch von A nach B bringen. So, dann die nächste Frage bei der Technologie. Das müsste ja dann beim Handwerk hier sein oder eher hier. Wo können wir diese nächsten Bretter herstellen, die wir für die Kirchen-Upgrades brauchen? Die haben wir doch sogar schon. Und das machen wir an der Carpenter's Workbench 2. Haben wir die auch schon? Ist die das hier? Das ist eine Carpenter's Workbench 2. Ja, was brauchen wir denn dann für... Das können wir doch einfach herstellen. Da möchte ich einmal kurz rüber in die Kirche und genau wissen, was wir für... Ach, was nicht Cloth, die wir auch für diese Bänke brauchten? Vielleicht müssen wir den auch irgendwo kaufen. Dann müsste ich halt nur wieder herausfinden, wo. Aber wir müssen doch auch irgendwie Cloth bestimmt selber herstellen können. Oh, da ist jemand, der gebetet hat. Vielen Dank. Kommt ja nur einmal alle 10 Jahre vor. Und dann, ja genau, hier diese Workbenches. Dafür brauchen wir Silk. Woher kriegen wir Silk? Dann könnten wir auch noch eine Confessional Booth machen, eigentlich sogar noch 2. Ja, wir bringen einfach mal ein paar Sachen mit. Aber dafür müssen wir auch noch ein paar Sachen herstellen. Nur die Soft Workbenches können wir leider nicht machen. Dann ist die andere Frage, aber nee, warte mal, dann ist, glaube ich, die Confessional Booth zu groß, weil... Ja, die ist dann zu groß. Hier unten haben wir, glaube ich, keinen Platz mehr. Oder? Nee. Die Dinger kann man auch nicht drehen. Ja, das Einzige, was wir wirklich machen könnten, um die Kirche abzugraden,
wäre die Soft Church Bench und dafür müssen wir irgendwie an Silk kommen. Die Frage ist, wer würde denn Silk verkaufen? Haben wir hier irgendetwas, was nach Silk aussieht? Hier vorne können wir auf jeden Fall Eier holen. Aber das, also das wäre für den Kuchen relevant. Ich habe keine Ahnung, aber ich wüsste auch nicht, wo wir Herr Silk ansonsten bekommen. Ich meine, kann man natürlich aus Dingsterboomster machen, aus Spinnenweben, aber dann wäre die nächste Frage, wo, wie, also wir müssen dann irgendwie an einen Webstuhl kommen. Und Webstuhl, wenn es nicht bei Building ist, bei Smithing wird es wahrscheinlich auch nicht sein, würde mich sehr stark wundern. Farming und Nature sieht eher auch nicht danach aus. Bookwriting, aber was sollte das mit... Ja, nee. Was sollte das mit Webstuhl zu tun haben? Theology vielleicht. Smell of Faith. Was bringt das denn? Das ist auch die Frage, was Incense bringt. Superpower of Faith, da kann man noch mehr Sachen bauen. Woher kriegen wir Silk? Bei Anatomy und Alchemy doch wahrscheinlich auch nicht. Das wäre ja auch schwachsinnig. Nee. Also am wahrscheinlichsten hätte ich es eigentlich noch bei von diesen Punkten entweder bei Building, also weil das ja eher so Carpentry ist, oder bei Theology empfunden. Aber weder noch... Ich weiß es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Unser Bier ist fertig, das heißt, wir können direkt das nächste machen. Craft. Und das könnten wir rein theoretisch an die Taverne liefern. Ja, machen wir auch einfach mal. Wir müssen ja eh gerade warten. Aber erstmal tun wir die Sachen hier rein. Ich weiß gerade nicht, was ich mit einer Ceramic Bowl soll. Kann die hier rein? Hatte ich hier irgendwo welche drin? Ja, hier hatte ich welche drin. Dann geh doch einfach mal da rein. Auf der anderen Seite können wir auch warten, bis das andere Bier noch fertig ist, bevor wir das rüberliefern. Dann... Ach, ich weiß doch auch nicht. Geh erstmal... Da ist eine Leiche. Okay, jetzt haben wir was zu tun. Haben wir eigentlich noch einen Zombie-Juice? Das ist eigentlich auch wichtig. Ich glaube, davon haben wir auch gar keinen. Doch, wir haben noch einen. Okay. Dann können wir den auf jeden Fall schon mal anwenden. Einen zweiten können wir bestimmt auch machen. Aber ja, bearbeiten wir erstmal die Leiche. Bevor die zu sehr vergammelt. Ich meine, sie ist ja schon auf 99% von den 2 Sekunden, die hier rumliegt. Ja. Erstmal gucken, was hast du denn so. Wir wollen auf jeden Fall... Das ist nicht so eine schöne Leiche. Aber wir nehmen auf jeden Fall erstmal dein Blut raus und dein Fett. Standardprozedur. Und dann ist die Frage, was nehmen wir noch raus? Wollen wir das Fleisch rausnehmen? Ich weiß halt nicht, woran erkennt man, was raus muss. Weil ich sag ja, einmal war das Gehirn, das hat nur einen roten entfernt. Und dann gab es einmal ein Gehirn, das hat einen roten und einen weißen entfernt. Ich meine, ich kann es natürlich auch rausnehmen und wenn es das nicht ist, wieder reinsetzen. Ich weiß nicht, wie gut so ein Zombie ohne Gehirn funktioniert, weil hier, jetzt haben wir zwar keine roten, ja, keine Ahnung. Aber dafür halt auch einen Weißen verloren. Ich weiß nicht, was da besser ist. Komm, wir beleben ihn jetzt einfach wieder. Ich meine, so richtig gut werden die Zombies wahrscheinlich eh erst mit den Embalming-Sachen. Aber ja, wir haben das Faith noch vergessen. Aber das macht nichts. Das sollen wir jetzt mal schnell holen. So, dann resurrecte doch mal. Tada. Du wirst jetzt unser Gärtner. Komm mit. Muss ich dem sonst noch irgendwas geben? Ich meine, klar, ich muss ihm sagen, was er anpflanzen soll. Wie gesagt, das werden wahrscheinlich erstmal Karotten sein. Mach einfach mal Karotten. Ich will sehen, was du da so treibst. Und vor allem, wie und was und wo rauskommt. Weil ich habe hier ja keinen Behälter oder so. Aber egal, mach du einfach mal. Wir wiederum legen uns jetzt erstmal schlafen und halten dann morgen eine Zeremonie ab und dann können wir hoffentlich eine zweite Leiche direkt behandeln. I'm so refreshed. Was ich mit der zweiten Leiche dann anfange, weiß ich auch noch nicht, aber wir haben sie dann erstmal. Und ich muss auch noch einmal gucken, was ich für den Zombie-Juice brauche. Dafür brauchte ich nämlich eigentlich Health-Powder, oder? Und das ist leider ein Problem, weil ich keine Ahnung habe, wie ich an Health-Powder komme. Ich habe sehr viele andere Sachen, aber kein Health-Powder. Was gibt es denn noch so, was wir vielleicht noch finden können, was wir, sag ich mal, verwerten können? Ja, halten wir erstmal die Zeremonie ab. Heute mal wieder ein bisschen früher. Prayer of Faith. Ist halt nur die Frage, woran erkenne ich, was ich schon verwendet habe und was nicht? Kann ich es überhaupt einsehen?
Oder muss ich einfach wissen, was ich schon verwertet habe? Ich glaube, das wird es wahrscheinlich eher sein. Aber das macht nichts. Wir werden schon was finden. Wie sieht es denn mit zum Beispiel Fischen aus? Können wir Fische auch verwerten? Dann könnten wir nämlich ein bisschen angeln gehen. Haben wir überhaupt noch Fische? Wir könnten auch bei sowas wie zum Beispiel Beeren oder Möhren gucken. Oder Pilzen. Ja, machen wir das doch einfach mal. Ein Pilz, ein Apfel. Und einfach mal gucken, wenn wir die studieren, was wir dann dabei rausbekommen. Ein Apfel, der gibt doch bestimmt Health Powder, oder? Das wäre doch wenigstens mal etwas Logisches. Aber wahrscheinlich genau aus diesem Grund wird das nicht geben, weil wann war in diesem Spiel schon mal etwas logisch? Und es kostet auch noch ein Faith. Aber egal, wir haben ja zumindest zwei, die wir verwenden können. Cannot be decomposed. Das ist sehr schade. Pilz kostet auch ein Faith. Weiteres Faith kann ich leider nicht... Ja gut, ohne Health Powder bringt es mir leider auch nichts. Stand da jetzt bei, dass das in irgendwas decomposed werden kann? Nein. Dann wird es aber mit den Bären und den Möhren wahrscheinlich auch nicht sein. Das würde mich sehr stark wundern. Das wiederum bedeutet, dass ich... Ja, keine Ahnung. Ich sage ja, ohne Health Powder bringt es mir sowieso nichts. Das heißt, ich werde jetzt gleich einfach mal angeln gehen und gucken, ob mir Fische weiterhelfen. Aber erstmal bringen wir wieder ein bisschen Bier in die Taverne. Weil ich weiß nicht, ob die da drüben noch was haben. Ich weiß nicht, wie schnell das aufgebraucht wird. Auf der anderen Seite... Ja, ein Kunde hat ja schon direkt drei bestellt, weil er schon sehr lange durstig da rumstand in der Taverne. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das auch sehr, sehr schnell weg ist. Aber wir können uns auch da Geld abholen und mal gucken, wie viel Geld die Taverne dann überhaupt einbringt. Ich denke mal, je besser die Qualität des Biers ist, desto mehr natürlich auch. Aber ja, es wird wahrscheinlich auch nicht viel sein, weil alle Leute hier knauserig sind und irgendwie... Ja, hier ist auf jeden Fall schon leer. Hier ist Nachschub. Und wie viel Geld hat uns das Bier eingebracht? 5 Silber, immerhin. Bisschen mehr, weil da war vorher ja noch was anderes. Und wir haben jetzt sogar schon fast einen Stern. Gut, ich weiß nicht, wie hoch dieser Balken hier hoch muss, damit es als ein Stern gilt, aber es sieht schon sehr knapp aus. Naja gut, gehen wir mal angeln. Dafür brauche ich aber meine Angel. Die habe ich ja hier abgelegt. Dann will... Ach komm, ich probiere es einfach mal erstmal aus. Deswegen ist ja egal, was für eine Angel wir nehmen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich Fische überhaupt verwerten kann. Wir haben auf jeden Fall schon alle Arten an Blumen, sofern es nicht noch eine vierte Art gibt. Ich meine, es gibt nur Weiß, Gelb und Rot oder Orange. Hallo Fledermäuse. Die andere Sache, die wir auch noch ausprobieren könnten, wäre... Wie heißt das denn hier? Der ist Schleim. Ich weiß nicht, ob das decomposed werden kann in irgendwas. Ach, guckt mal, da vorne liegen sogar noch die Fledermausflügel. Sie verschwinden also nicht. Und Honey. Honey hatte ich... Honey kann auch decomposed werden. Aber ich weiß nicht, ob ich das schon ausprobiert hatte. Ja, wir brauchen ja auch Honig für den Kuchen gegebenenfalls. Die Wax hätten wir auch noch. Das haben wir sogar noch gar nicht erforscht. Und Bienen waren, glaube ich, sind, glaube ich, zu Order Powder geworden. Die müsste ich angeln können, oder? Ja. No bait selected. Bienen sind auch leider kein Bait, aber das macht auch nichts. Wir haben ja auch die bessere Angel. Also, was? I'm not going to catch anything like this. Like, what? Achso, wir haben hier oben 0% Chance. Wir können nur hier vorne angeln. Das macht nichts. Dann angeln wir halt nur hier vorne. Und Fische, den Bream zum Beispiel. Es ist ja eigentlich egal, was wir jetzt nehmen. Wir haben den Bream, den haben wir auch noch nicht erforscht. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass wir auch Faith dafür brauchen. Für Honig wahrscheinlich auch. Hatte ich das nicht sogar schon? War Honig nicht... Nee, was war das nochmal, was 5 Faith brauchte? Das war Honig, oder? Oder? Ach nee, Honig hatte ich schon... Ja, Honig hatte ich schon erforscht. Was war das denn nochmal, was ich erforschen wollte, was 5 Faith brauchte? Egal, das können wir auch gleich gucken. Und dann schauen wir mal, ich sag ja, wenn wir kein Health Powder haben, können wir das Faith auch ruhig zum Forschen ausgeben, weil es bringt uns ja nichts, wenn wir zwar einen Zombie da haben, aber wir, oder eine Leiche, aber wir können sie nicht auferstehen lassen. Dann bringt es auch nichts, wenn wir das Faith haben. Ich probiere dann aber nur nicht mehr als 7 auszugeben. Ich hoffe zumindest, dass wir bis dahin dann das Health Powder bekommen. Ja, ansonsten, keine Ahnung, fangen wir erstmal mit dem Bream an. Das kostet leider schon 2 und Bream kann auch nicht decomposed werden. Gibt aber immerhin einige grüne Punkte. Beewax kostet leider auch 2.
kann immerhin die Kompost werden. Allerdings nicht zu einem Powder, wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Ja. Der Honig schon. Ich gehe mal davon aus, dass es dann das Gegenstück ist. Schauen einfach nochmal. Wir nehmen mal ein wenig Honig und schauen, was daraus wird. Ach, ich glaube, das hatten wir schon, das Acceleration Powder. Ja, ich erinnere mich. Und das hier war Order Powder, naja. So schade, dass das kein Health Powder ist. Das wäre wirklich schön gewesen. Wir könnten natürlich nochmal versuchen, an Health gut zu kommen, aber ehrlich gesagt, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja, was könnte vielleicht noch die Kompost? Haben wir vielleicht irgendwas hier noch in unseren Kisten? Was? Ja, genau, ich wollte das Kuh hier, also nicht das Kuh, den Schleim ausprobieren. Den haben wir aber leider nicht hier. Das macht aber nichts. Da können wir einmal kurz oben an die Kisten und können ja gucken, ob wir eventuell schon irgendeinen Schleim erforscht haben. Würde mich nicht wundern. Der hier zum Beispiel, der kann die Kompost werden, zwar auch nicht in Powder. Das Black Jelly auch nicht. Aber können wir trotzdem mal gucken, was daraus wird. Wir könnten auch gucken, ob Peat decomposed wird. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. Aber bringen wir erstmal die anderen Sachen weg, damit wir hier nicht unser ganzes Inventar so voll stopfen. Und bei dem Wax könnten wir zumindest mal gucken, was genau daraus wird. Aber ich gehe mal sehr stark von der Order Solution aus. Wir schauen einfach mal. Den grünen Schleim haben wir sogar noch gar nicht erforscht. Müssen wir aber gegebenenfalls... Also wir gucken erstmal, was daraus wird für eine Solution. Haben wir Cockwebs auch schon mal versucht? Ich weiß es nicht. Den Goo können wir auf jeden Fall mitnehmen, weil... Ja, der gibt uns zumindest blaue Punkte und kostet auch keine... Also wird sehr wahrscheinlich keine Dingsterbumster verbrauchen, kein Faith. Ja, und ansonsten... Da kann man leider nicht... Hier ist Honey. Hemp könnten wir auch noch probieren. Das kann man auch decomposen. Oh, Hemp wäre auch huge. Da kommen wir nämlich auch easy dran, wenn das Health Powder geben sollte. Gucken wir erstmal, was wir hier decomposen können. Hemp auf jeden Fall. Hemp wird was. Es wurde aber gerade nicht angezeigt. Wird aber auch zu Acceleration Powder und Cobweb. Wird zu irgendwas braun. Also auch leider kein Health. Slowing Powder. Gut, dann hätten wir noch den Goo, den wir auf jeden Fall erforschen können, um uns ein paar blaue Punkte zu sichern. Dann wollen wir Peat erforschen, was uns leider Forschungspunkte, also Faith, auch kostet. Und es kann leider gar nichts werden. Ja, und ich will erstmal gucken, ich meine, es bringt uns ja auch nichts, selbst wenn uns das hier irgendeine tolle Solution gibt. Das ist eine Acceleration Solution, das Blaue, was ja auch Sinn ergibt. Und das Black Jelly wird... zu einer Death Solution, ja. Das heißt aber, das Grüne wird eventuell zu einer Health Solution, nur uns bringt ja die Health Solution an sich nichts. Vielleicht wird es aber auch zu einer Order Solution, aber erstmal haben wir keine Energie. Die Sache ist, können wir irgendwie eine Solution zu einem Powder umwandeln? Das wäre nämlich wirklich hilfreich. Aber ich bezweifle es irgendwie, zumindest mit den Sachen, die wir jetzt haben. Vielleicht, wenn wir eine Destillerie haben. Wir legen uns erstmal schlafen, wobei die Destillerie wahrscheinlich auch eher dieses dritte da macht, dieses Reagenzglas, das bei manchen angezeigt wird, dass man das daraus machen kann. Da ist eine neue Leiche, aber das spielt für uns erstmal keine Rolle. I'm so refreshed. Aber die Destillerie wäre dann, glaube ich, das nächste, was wir anstreben sollten. Ich kümmere mich erstmal um die Leiche für den Fall, dass es eine sehr gute ist und, naja, ich glaube, auf dem Präpariertisch... vergammelt die zumindest nicht weiter, was nicht wirklich viel Sinn ergibt, aber wie gesagt, was ergibt schon Sinn hier in diesem Spiel. So, geh da doch einfach mal drauf. Du bist sehr gut. Das heißt, wir nehmen dein Blut ab. Wir nehmen dein Fett ab. Und jetzt ist hier wieder die Frage, können wir irgendwie das Rote entfernen, ohne ein Weißes zu entfernen? Ich weiß halt nicht, woran das liegt. Zum Beispiel, wenn ich das... Also Fleisch bräuchte ich ja auch, aber ich kann es ja hinterher auch wieder einfügen. Ist halt nur immer gefährlich, wenn man einen Fehler begeht. Das Fleisch macht das schon mal nicht. Das heißt, Fleisch, geh wieder rein. Ja, wir könnten zumindest das Gehirn entfernen. Dann haben wir zumindest... Nee, das Gehirn ist völlig falsch jetzt. Wovon ist das abhängig? Muss man wirklich einfach ausprobieren? Das kann es doch nicht sein, oder? Ich meine, das hilft so auch.
Jetzt haben wir zumindest 6 weiße Punkte. Das ist sehr gut. Vielleicht muss man echt einfach ausprobieren. Und dann muss man halt Glück haben, dass man hochlevelt. So, erforschen wir hier weiter das grüne Zeug. Kann auch nur zu Fluid und Essence. Und ich glaube, dafür ist die Distillerie für Essence. Und was gibt es uns? Das sieht... Das ist auch nur eine Order Solution. Das ist doch kacke. Außerdem ist kacke, dass wir hier so wenig Platz haben. Den ganzen Gu, den packen wir mal raus. Der kommt woanders hin. Braucht ja kein Mensch mehr hier drin. Dann würde ich aber auch noch gerne wissen, was aus dem Wachs wird. Ist das eine Slow Solution? Slowing Solution. Interessant. Aus Honig wird eine Acceleration und daraus wird eine Slowing Solution. Ist auf jeden Fall schon wieder sehr viel Hin- und Her-Rennerei und ich habe keine Ahnung, was, wie, wo und warum. Ganz gut packen wir mal hier rein. Ich weiß, das passt nicht hundertprozentig, aber keine Ahnung. Die Ruined Books können da raus und das packen wir hier auch einfach mal in die andere Truhe. Haben wir hier alles ein bisschen sortierter. Ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, hier machen wir auch erstmal wieder Pause und schauen dann nächste Mal, was wir so machen können. Auf jeden Fall wäre eine Option, die Kirche abzugraden, indem wir irgendwie herausfinden, wie wir ans Ziel kommen. Und ja, wir legen uns erstmal wieder ins Bett, damit das Spiel speichert. Und natürlich, damit wir Energie regenerieren, weil wir auch nicht mehr so viel haben. Und ja, I'm so refreshed. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend. Eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Graveyard Keeper. Bis dahin, bye bye.